Also, liebe Mitglieder der NGW, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu einem neuen NGW-Vortrag am Freitagabend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich wahnsinnig auf den Frühling jedes Jahr. Ich freue mich, wieder nach draußen zu gehen, ins Grüne zu schauen, was blüht da, was kreucht, was fleucht. Aber dummerweise lauert im Grünen eben Gefahr. Und zwar sind das ganz kleine Spinnentierchen, sogenannte Zecken. Und diese Zecken haben leider manchmal die Eigenschaft, dass sie Krankheitserreger übertragen können. Und deshalb haben wir heute einen Experten eingeladen, der uns wieder updatet, was da gerade so im Umlauf ist bei diesen Zecken. Jetzt unser Gast, das ist Martin Glatz. Er hat in Österreich an der Karl-Franzens-Universität in Graz Humanmedizin studiert. Und 2003 hat er seine Dissertation geschrieben an der Uniklinik für Dermatologie und Venerologie in Graz zur spezifischen Immunantwort gegen Borrelia burgdorferi beim Erythema migrans. Nach dem Studium hat er eine weitere Ausbildung gemacht in der Allgemeinmedizin an verschiedenen Spitälern in Graz. Und ab 2008 hat er mit einer weiteren Weiterbildung begonnen zum Facharzt für Dermatologie und Venerologie an der Universitätsklinik in Graz. Dann hat er gewechselt nach Zürich an die Dermatologische Klinik des Universitätsspitals Zürich und dort schloss er diese fachärztliche Weiterbildung 2012 ab. Dann hat Herr Glatz von 2012 bis 2014 als Postdoctoral Fellow an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, die Rolle des Hautmikrobioms bei der atopischen Dermatitis erforscht. Nach diesem Forschungsaufenthalt ist er zurückgekommen nach Zürich und hat von 2015 bis 2017 die Weiterbildung zum Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie an der Klinik für Immunologie und an der Allergiestation am USZ absolviert. Von 2016 bis 2019 ist er als Oberarzt und stellvertretender Leiter der Allergiestation an der Dermatologischen Klinik am USZ tätig gewesen. 2018 habilitierte Herr Glatz an der Uni Zürich mit der Schrift Fortschritte in Epidemiologie, Immunologie und Klinik der kutanen Lyme-Borreliose. 2019 hat er eine Facharztklinik für Hautallergie und Immunsystem in Uster gegründet und ist dort als ärztlicher Leiter tätig. Also ein ganz spannender Lebenslauf und ich bin deshalb außerordentlich gespannt auf Ihren Vortrag und übergebe Ihnen gerne das Wort. Ja, Herr Wunderlin, vielen Dank für die nette Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, live und nicht nur online, aber natürlich möchte ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen, die auch übers Internet mit dabei sind. Es freut mich auch sehr, dass ich über mein ureigenstes Thema, das mich in der Wissenschaft interessiert, sprechen kann. Das sind die Zecken. Und das ist die Lyme-Borreliose. Und weil wir heute über Zecken sprechen und weil Zecken auch ein Thema sind, es wird jetzt doch irgendwann wieder Frühling, die Temperaturen werden wärmer, die Zecken werden aktiver. Ich habe schon erzählt beim Abendessen, mein Sohn, der hat gestern am Donnerstag wieder den ersten Waldtag gehabt in der Primarschule und da kommt dann immer zur Information des E-Mail, was dann passiert. Und ganz wichtig, dick und fett, unten steht dann, die Kinder dann am Abend auf Zecken untersuchen. Also man sieht, das ist auch ein Thema, das uns wahrscheinlich alle beschäftigt. Und weil es uns alle beschäftigt, möchte ich meinen Vortrag gern mit einer Frage an Sie beginnen. Und die Frage steht da oben. Wer von Ihnen wurde denn schon einmal von einer Zecke gebissen? Sie dürfen aufzeigen. Und jetzt muss ich Ihnen leider etwas sagen. Ich garantiere Ihnen zu 100%, noch nie wurde irgendjemand von Ihnen jemals von einer Zecke gebissen. Das werden Sie mir vielleicht jetzt nicht ganz glauben alle, aber ich zeige Ihnen dann, warum das tatsächlich so ist. Das ist der Übeltäter, eine Schildzecke auf Deutsch, der lateinische Name Ixodes ricinus. Und
Hier bei dieser Zecke handelt es sich um eine weibliche Zecke. Das erkennen wir daran, dass sie da hinten einen roten Unterleib hat. Das ist ein typisches Zeichen für weibliche Zecken. Sie können dann selber das einmal untersuchen, vielleicht im Wald. Ihr habt gehört, sie machen ja auch Exkursionen. Vielleicht finden sie dann die eine oder andere Zecke. Und wenn sie sowas Rotes sehen, dann wissen sie, weibliche Ixodes ricinus Zecke. Ich möchte Ihnen ein bisschen was über diese Zecken erzählen, weil ich finde, das sind wahnsinnig faszinierende Organismen. Diese Zecken, ich habe es schon ganz kurz erwähnt, die brauchen ein bisschen wärmere Temperaturen, um aktiv zu sein. Sie brauchen so ungefähr 6 bis 8 Grad Lufttemperatur, dann können sie sich bewegen. Darunter sind sie erstarrt. Man kann das auch wunderbar ausprobieren. Sie müssen ein paar Zecken sammeln, können die in ein Röhrchen hineingehen mit ein bisschen Gras, dann sind die glücklich. Und dann können sie in den Kühlschrank zu Hause hineintun. Und dann können die sich nicht bewegen. Das mit dem Kühlschrank würde ich vorher vielleicht mit dem Lebenspartner, Lebenspartnerin abklären, ob das so gut ankommt. Ich habe das damals auch probiert, das ist nicht gut angekommen. Aber das ist tatsächlich so. Und wenn es einem wärmer wird, dann können sich diese Zecken auf Wirtssuche begeben und sich dann von den Bäumen auf sie runterfallen lassen, wie sie noch sehen werden. Die Zecken brauchen aber nicht nur eine gewisse Lufttemperatur, sondern auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, weil die können nicht trinken und trinken kein Wasser, sondern nehmen die Feuchtigkeit, die sie für ihren Organismus brauchen, eben über die Luft auf. Und deswegen darf es nicht zu trocken sein, es braucht eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 80%. Und diese Eigenschaften, die dafür nötig sind, dass die Zecke sich wohlfühlt, bedingt, wo die Zecke vorkommt. Sie breitet sich bis zu dem 63. Breitengrad, jetzt in unserem Fall nördlicher Breite, aus und so bis maximal 1300 Meter über dem Meer. Aber auch das hängt natürlich ein bisschen vom Breitengrad ab. Darüber finden Sie eigentlich keine Zecken mehr, weil es zu trocken oder zu kalt ist. Auf dieser Weltkarte ist ganz kurz dargestellt, wo sich die einzelnen Zeckenarten auch befinden. Die Ixodes ricinus Zecke, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, das ist der graue Verbreitungsbereich, also vor allem in Europa und im westlichen Teil von Asien kommt die vor. Wie Sie hier sehen, gibt es auch noch viele andere Zeckenarten, aber im Vortrag heute möchte ich mich vor allem auf Ixodes ricinus Zecken konzentrieren. Wie eingangs erwähnt, das ist natürlich ein Thema, deswegen passt auch der Termin des Vortrages, glaube ich, ganz perfekt zum Frühlingsbeginn. Achtung, Zeckenalarm! Und im Rahmen dieses Vortrages möchte ich vielleicht auch ein paar Mythen, die sich um diese Zecken ranken, beseitigen und wenn möglich durch Fakten ersetzen. Und eines dieser Mythen ist das, was ich Ihnen vorher erwähnt habe, wenn es eben warm genug und feucht genug ist, dann klettern die Zecken auf die Bäume und lassen sich auf sie runterfallen. Wir haben es auch beim Essen schon besprochen. Es ist faszinierend, wie diese Zecken aus 20 Meter Höhe merken, dass sie unterhalb vorbeigehen, wie Sie es richtig gesagt haben, und dann zielgerichtet tatsächlich sie auch treffen. Wahnsinn, oder, was diese Zecken leisten. Das ist tatsächlich nur ein Mythos. Ich zeige Ihnen mal rum, die lassen sich nicht runterfallen, weil die können gar nicht so hoch raufklettern. Das funktioniert gar nicht, sondern sie gehen so maximal einen Meter über den Boden, tun sich die Zecken bewegen. Warum? Weil über Mittag kann es dann zu heiß werden und zu trocken. Und dann wird es für die Zecken wieder gefährlich, dass die relativ schnell austrocknen. Deswegen gehen die meistens, wenn es dann zu heiß wird, über Mittag oder frühen Nachmittag wieder in den Boden hinein. Und deswegen bewegen sich die nur maximal bis einen Meter über dem Boden, sitzen nicht auf den Bäumen drauf, sondern, wie Sie es hier auf diesem Bild sehen, das Sie von eingangs schon kennen, auf Blättern und Grashalmen, lassen sich auch nicht auf sie drauffallen, sondern sie streifen die Zecken von diesen Blättern und Grashalmen ab. Und deswegen muss die Zecke sie auch gar nicht treffen. Bleibt die Frage, wie erkennt die Zecke, dass sie da sind? Weil die kann sich recht fest klammern. Also so einfach abstreifen lässt sich die auch nicht. Die erkennt aber mit einem sogenannten Hallerschen Organ, das typisch ist für diese Art von Tieren, dass sich ein möglicher Wirt in der Nähe befindet. Was genau die Zecke da erkennt, wissen wir bis heute nicht ganz genau. Das scheinen gewisse Substanzen im Schweiß zu sein, aber so ganz genau wissen wir das auch nicht.
Das haben wir viele Arthropoden, also wo die Zecken dazugehören, auch die Stechmücken zum Beispiel, dass die gewisse Individuen bevorzugen. Den Klassiker kennen Sie, Ehepaar liegt im Bett, die Dame ist in der Früh zerstrochen, der Mann sagt, was war überhaupt in der Nacht, ich habe gar nichts gemerkt, oder? Immer trifft es einen von beiden. Und das ist auch so etwas, wo diese Arthropoden dann eben ihren potenziellen Wirt erkennen. Also irgendwas dünsten wir aus. Ihr gehört auch Gerüche, ist noch ein Thema in den Vorträgen. Vielleicht hören Sie dann noch mehr drüber. Und eben mit diesem Hallerschen Organ erkennen die Zecken, dass sie da sind. Zurück zu unserem Mythos, die Zecken lassen sich zielgerichtet von den Bäumen auf sie fallen, ist falsch. Ersetzen wir durch den Fakt, die Zecken werden durch sie, durch den potenziellen Wirt von Blättern und Grashalmen abgestreift. Der zweite Mythos, Zecken beißen. Ich habe Ihnen ja gesagt, oder? Ich garantiere Ihnen, noch nie wurde jemals jemand von Ihnen von einer Zecke gebissen. Das können Zecken gar nicht. Ich zeige Ihnen auch, warum. Hier noch einmal das Bild der Zecke. Ich habe auch erwähnt, eben, das sind ja Gliederfüße, sogenannte Arthropoden. Und weil sie ja von der naturwissenschaftlichen Gesellschaft sind, vielleicht auch taxonomisch noch interessant, Zecken sind ja keine Insekten, sondern Zecken sind Gliederfüßer, Arthropoden, sehr eng verwandt mit den Spinnen, mit den Skorpionen und vielleicht ein bisschen weniger bekannt mit den Tausendfüßlern. Die können alle so in diese Gruppe hinein erkennbar. Insekten haben ja 6 Beine oder 3 Beinpaare. Wenn Sie es hier abzählen, das kann man wunderbar. 1, 2, 3, 4 Beinpaare. Also Zecken sind Spinnentiere, wie es auf Deutsch heißt. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist dieser Teil da vorne. Das ist der Apparat, den die Zecke benötigt. Das ist dieser sogenannte Hypostomapparat. Das sehen Sie hier in einer fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme von unten. Und dieser Teil, das ist dieses Hypostom. Und da sieht man schon, das ist eigentlich kein Beißwerkzeug, sondern eigentlich ein Stichwerkzeug mit Widerhaken. Das sind so Widerhaken, die Sie hier sehen. Das heißt, Sie sehen, also wenn die Zecke da drinnen steckt in ihrer Haut, ist die nicht mehr ganz so einfach davon wieder loszubekommen. Und jeder, der schon einmal eine Zecke wirklich versucht hat zu entfernen, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Ich zeige Ihnen dann auch noch genauer, warum. Also, Zecken, die beißen nicht, sondern die stechen. Und Sie sehen hier ein Bild dieser Blutmahlzeit. Das ist ja das Ziel der Zecke am Ende. Und da sehen Sie diese Zecke, das ist ihre Haut, ja. Und die Zecke, die ich da gezeigt habe, die steckt wirklich mit dem ganzen Kopf in ihrer Haut drinnen, mit diesem Hypostom und den Widerhaken. Und sie produziert dazu noch eine Substanz, die man als Zement bezeichnet und zementiert sich dann in ihre Haut ein. Eine wunderbare Vorstellung vor dem Wochenende. Eben, die Zecke gräbt so eine Grube. Und die läuft immer wieder so mit Blut voll. Und dass dann die Zecke dann ganz entspannt und gemütlich dann ihr Blut aussaugen kann. Und die schwillt dann an. Und das wissen Sie auch, oder? Die Zecken werden immer größer. Und wenn die Grube leer gesaugt ist, dann hört sie nicht auf, sondern lässt sie wieder volllaufen, diese Grube, und saugt dann weiter. Und das Ganze dauert bis zu 9 Tagen. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Also nicht so wie bei den Stechmücken, die kurz kommen, summen und dann stechen und dann wieder weg sind, sondern wirklich 9 Tage, also ein sehr langer Zeitraum, in dem die Zecke natürlich in ihrer Haut drinnen steckt. Und wie wir dann später sehen werden, das kann nicht nur für sie gefährlich sein, sondern auch für die Zecke. Und aber die macht was dagegen, das zeige ich Ihnen dann noch. Also Mythos 2, Zecken beißen. Jetzt wissen Sie, das ist tatsächlich ein Mythos. Sie sind noch nie von einer Zecke gebissen worden. Nein, sie sind von Zecken gestochen worden. Das ist nur ein kleiner semantischer Hinweis. Am Ende des Resultats ist das Gleiche. Jetzt stellt sich die Frage, warum machen das Zecken eigentlich? Die sind ja nicht per se böse und haben nichts gegen uns. Es muss ja einen biologischen Grund haben, warum Zecken stechen. Und das ist eigentlich ganz einfach, die wollen unser Blut saugen und das Blut ist ihre Ernährung. Aus unserem Blut gewinnen sie Energie und warum brauchen sie diese Energie? Um sich von einem Stadium zum nächsten zu entwickeln und schlussendlich dann die erwachsenen weiblichen Zecken, die Sie auf dem Bild gesehen haben, Eier zu legen. Und ich habe Ihnen hier noch ein Bild mitgebracht.
Die Zecke kennen Sie schon, ein adultes Weibchen, aber die kommt nicht so auf die Welt, sondern die Zecken schlüpfen aus kleinen Eiern. Und das erste Stadium der Entwicklung sind diese kleinen Larven, die Sie hier sehen. Und diese Larven, das zeige ich Ihnen dann noch, saugen Blut, kriegen genug Energie dadurch, um sich in das nächste Stadium der Nymphe zu entwickeln. Und auch die Nymphe kann wieder Blut saugen. Sie hat genug Energie, um sich zu häuten, ins nächste Stadium zu entwickeln, schließlich zur erwachsenen Zecke, Männchen oder Weibchen. Die ersten zwei Entwicklungsstadien sind geschlechtlich noch nicht differenziert. Und wenn die Weibchen dann Blut saugen, ohne Hintergedanken Ihnen das zu sagen, Männchen machen das eigentlich selten, dass sie uns Menschen stören. Das sind jetzt in dem Fall bei den Zecken eher die Weibchen, muss man sagen. Und wenn die dann Blut gesaugt haben, dann können die Eier legen und der ganze Zyklus geht mit der nächsten Generation von vorne los. Ich habe Ihnen das hier noch grafisch dargestellt. Also es beginnt eigentlich, kann man sagen, mit den vollgesogenen Weibchen. Da müssen Sie denken, da ist Ihr Blut drinnen und das wird jetzt verwertet, dass das Weibchen Eier legen kann. Das Weibchen stirbt danach, hat ihren biologischen Zweck erfüllt. Aus den Eiern schlüpfen die Larven, die dann eben Menschen stechen können, aber eigentlich wollen die uns gar nicht so. Wir sind eigentlich viel zu gefährlich, weil wir könnten ja die Zecke bemerken und die abkratzen. Das haben die Zecken auch nicht so gern, weil dann sterben sie. Die haben viel lieber so kleine Tiere, die Larven, vor allem Igel oder Maus, saugen an denen Blut und wie ich gesagt habe, eben damit haben sie genug Energie, um sich zu einer Nymphe zu entwickeln. Die Nymphe sticht etwas größere Tiere, wie Füchse zum Beispiel oder auch Mäuse, sagt da wieder Blut, sodass die adulten Tiere, die adulten Zecken entstehen können. Wie gesagt, der Mensch ist eigentlich ein Wirt, den sie nicht unbedingt haben wollen, aber den sie natürlich nehmen, wenn wir schon vorbeigehen am Grashalm. Und ich habe ja vorher erwähnt, so 9 Tage in unserer Haut zu stecken, also 9 Tage lang beim potenziellen Feind zu sein, das ist eine recht lange Zeit, oder? Wenn das Jucken anfängt, Schmerzen anfängt, dann kann das recht gefährlich werden für die Zecke. Aber das hat natürlich die Evolution der Zecke überlistet, indem die Zecke eine Vielzahl sogenannter biologisch aktiver Substanzen in ihre Haut hineinspritzt, während dieses Stichvorganges. Und da sind ganz viele verschiedene Substanzen mit dabei. Eine Substanz oder verschiedene Substanzen, die die Blutgerinnung hämmern. Ich habe Ihnen ja gesagt, oder diese Grube, die die Zecke bei Ihnen in der Haut gräbt, die füllt sich mit Blut. Und wenn jetzt Ihre Blutgerinnung normal funktioniert, dann wäre das nach ein paar Minuten vorbei, der Spaß für die Zecke. Also tut sie Substanzen in sie hineinspritzen, die die Blutgerinnung hemmt, dass sie ordentlich trinken kann bei Ihnen. Damit es nicht juckt, sie die Zecke merken und wegkratzen und töten, tut sie was injizieren, das den Juckreiz oder den Schmerz des Stiches hemmt. Und schlussendlich, um das Ganze noch komplexer zu machen, injiziert auch viele Substanzen, die ihr Immunsystem beeinflussen. Weil ihr Immunsystem ist ja genau für diesen Katastrophenzustand konzipiert. Wenn ein Eindringling von außen kommt, wie eine Zecke, dann ist ihr Immunsystem dafür da, verschiedene Zellen des Immunsystems, um diese Zecke abzutöten. Und damit sie das nicht kann, injiziert sie Substanzen, die diese Zellen hämmern. Das zeige ich Ihnen dann nachher noch. Ich habe Ihnen hier eine Zeitachse noch dargestellt. Warum? Um so die Entwicklung einer durch Zecken verursachten Infektion darzustellen. Und bevor irgendwas injiziert werden kann oder ein Krankheitserreger übertragen werden kann, kommt eben diese Blutmahlzeit. Sie sehen hier noch einmal das Foto, wo die Zecke biologisch aktive Substanzen injiziert und das Ganze dauert 1 bis 9 Tage. Was passiert weiter? Eben, innerhalb weniger Stunden kommt es dazu, dass Ihr Immunsystem auf diesen Zeckenstich reagiert und es entsteht eine Entzündungsreaktion. Und diese Entzündungsreaktion ist charakterisiert durch verschiedene Immunzellen, wie zum Beispiel die sogenannten Makrophagen, die sind ein Anteil eines ganz alten Teiles ihres Immunsystems, den es in verschiedenen Organismen und Säugetieren gibt. Dann kommen dann neutrophile Granulozyten dazu und noch etwas modernere, komplexere Zellen, die sogenannten Lymphozyten kommen da dazu. Das Ganze kann man auch in der Haut tatsächlich nachweisen. Wenn Sie mit einer Zecke an eine dermatologische Klinik kommen, wo ein Österreicher arbeitet, der entfernt Ihnen dann diese Zecke mit einer kleinen Stanzbiopsie, macht die Wunde noch ein bisschen größer, dafür nähe ich sie Ihnen auch zu. Und dann schaut man das Ganze unter dem Mikroskop an
Und wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man da verschiedene Immunzellen, die man mit sogenannten immunhistochemischen Färbungen, das sind diese braunen und teilweise blauen Punkte, je nach Zellenart darstellen kann. Das haben wir alles untersucht und daher wissen wir das. Das ist jetzt kein so gutes klinisches Foto, auch durchs Licht, aber schlussendlich das, was Sie sehen an der Zeckenstichstelle, das ist eine Rötung. Und die tun wir als Zeckenstich oder fachlich richtig als Arthropodenstichreaktion bezeichnen. Das ist ja, Zecken sind ja Arthropoden. Also es kommt zu einer Rötung und Schwellung an der Haut, die eben charakterisiert ist durch das Einwandern von verschiedenen Zellen des Immunsystems in ihre Haut. Kommen wir noch einmal dazu, dass Zellen eben, dass die Zecken eben verschiedene biologisch aktive Substanzen in ihre Haut hineinschießen und es verändert sich auch die Immunantwort auf die Zecke im Laufe der Zeit. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Am Anfang, innerhalb der ersten 24 Stunden, sind es eher Zellen, die die Entzündung fördern auf die Zecke. Die Zecke kann aber durch verschiedene Substanzen, die sie in ihrem Speichel hat und in ihre Haut hineinschickt, diese Immunantwort verändern. Und auch das kann man messen. Und zwar unterscheiden wir ganz grob gesagt zwei Arten von Immunantworten auf einen Krankheitserreger oder auf eine Zecke. Da gibt es die sogenannte TH1-Antwort oder die sogenannte TH2-Antwort. Und TH1-Antwort bedeutet eher Entzündung, Infektabwehr, Krankheitabwehr. TH2 bedeutet eher Toleranz, dass da eher wenig Krankheitserreger abgewehrt werden. TH2-Antwort ist auch eher etwas, was bei Allergien angeworfen wird. Also die Zecke schafft es, die initiale TH1-Antwort auf ihren Stich durch ihre Speichelsubstanzen auf eine sogenannte TH2-Antwort zu ändern. Und das nennt man dann Immunmodulation. Und das wirkt eben bewirkt durch verschiedene Substanzen, die die Zecke in ihrem Speichel hat. Was bedeutet das jetzt für Sie? Dadurch kann natürlich auch die Übertragung von verschiedenen Krankheitserregern von der Zecke in ihre Haut gefördert werden. Wie funktioniert das? Ich habe Ihnen hier ein Schema einer solchen Zecke mitgebracht. Das da vorne kennen Sie schon. Das ist dieser Stechapparat oder Hypostom. Also mit dem Teil steckt die Zecke in ihrer Haut. Und da sind die Speicheldrüsen. Das ist dieses weintraubenartige Gebilde auf der Seite. Und eben in diesem Speichel sind diese verschiedenen Substanzen drinnen, die die Blutgerinnung hemmern, die den Juckreiz verhindern und die ihr Immunsystem verändern. Und die pumpt die Zecke in ihre Haut hinein. Gleichzeitig, habe ich Ihnen ja gesagt, saugt die Zecke ihr Blut. Wo kommt das Blut hin? Genauso, wenn wir auch essen, kommt es in den Darm. Und das ist dieses braune, wurmartige Gebilde da im Leib der Zecke. Das ist der Darm. Und wenn da Blut hineinkommt, dann kommt ihr Blut, also das menschliche Blut, in Kontakt mit Krankheitserregern, die die Zecke eben in ihrem Darm mit sich herumträgt. Die leben da drinnen. Zum Beispiel eben die Borrelien, die Erreger der Lyme-Borreliose. Und wenn die merken, dass da Blut hineinkommt, dann verändern diese Krankheitserreger ihre Oberfläche. Das ist höchst interessant. Ja, die können andere Eiweißstoffe, andere Proteine auf ihrer Oberfläche exprimieren oder produzieren. Das befähigt sie, durch die Darmwand der Zecke durchzuwandern in die Speicheldrüsen hinein und werden von dort während des bis zu 9 Tage andauernden Saugvorganges in ihren Körper hineingepumpt. So funktioniert das. Recht ein komplexer Vorgang, den man eigentlich schon ganz gut untersucht hat. Also hier noch einmal schriftlich zusammengefasst, die Blutmahlzeit aktiviert die Krankheitserreger im Darm der Zecke, die durchwandern die Speicheldrüsen und werden von dort in ihre Haut hineingepumpt. Das Ganze dauert natürlich eine gewisse Zeit. Das geht nicht von einer Sekunde auf die andere. Von den Borrelien, über die wir dann noch länger sprechen werden, kennt man das, das dauert zumindest 2 Tage, bis die Borrelien fertig sind und bereit sind, über die Speicheldrüse in ihre Haut hineinzukommen. Und das bewirkt jetzt eine Empfehlung, die wir als Kliniker geben. Wenn Sie eine Zecke bemerken, ist es gut, die Zecke so schnell wie möglich wieder zu entfernen, weil je kürzer die Zecke in ihrer Haut nur drinnen steckt,
umso weniger hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich auch Krankheitserreger in ihre Haut übertragen kann. Und ich habe Ihnen hier ein Bild dazu mitgebracht, wie man eine Zecke korrekt entfernt. Es gibt ja alle möglichen Empfehlungen, ihren Speichel da drauf tun, Klebstoff drauf zu tun, die Zecke irgendwie herumzudrehen. Ist alles schlecht. Warum? Weil die Zecke weiß, jetzt geht sie an den Kragen. Sie kommt in einen sogenannten Todeskampf und in dem Todeskampf weiß sie nichts Besseres, als ihre Speicheldrüsen noch einmal leer zu machen, wo dann schon vielleicht schon die ganzen Krankheitserreger drinnen sind. Also kriegen sie noch einmal eine Ladung von Bakterien oder Viren ab. Deswegen die Zecke so sanft wie möglich entfernen. Und da gibt es eigene Pinzetten dazu, aber Sie können auch eine normale Pinzette nehmen. Also die Zecke möglichst weit unten, dort wo sie an der Haut steckt, einfach packen und gerade herausziehen. Dann wird sie wenig verletzt, kommt nicht in Stress und sie verhindern, dass sie noch einmal eine Ladung von Krankheitserregern abbekommen. Das ist unsere Empfehlung, wie man Zecken korrekt eigentlich entfernt. Mir hat einmal ein ganzer lieber Kollege, ein guter Freund von mir, der Guido Blumberg, der jetzt an der medizinischen Virologie an der an der Uni in Zürich arbeitet, hat einmal ein sehr tolles Zitat gebracht. Martin, die Zecken sind die Mülleimer der Natur. Das ist tatsächlich so. Ich habe Ihnen hier eine Tabelle mitgebracht von verschiedenen Krankheitserregern, die man bisher in Zecken gefunden hat. Da links sehen Sie die Klassifizierung. Da gibt es verschiedene Bakterien, Rickettsien, Viren und Protozoen, die man bisher in Zecken identifizieren konnte. Also eine ganze Latte. Und Zecken können ja eine Vielzahl verschiedener dieser Krankheitserreger gleichzeitig in sich tragen. Und da ein Krankheitserreger, über den wir heute sprechen werden, das ist eben der Erreger der Leimborreliose, Borrelia burgdorferi. Und um das so ein bisschen zu untersuchen, welche Krankheitserreger in den Zecken vorkommen, kann man eben Zecken sammeln. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt und dann in den Kühlschrank hineintun. Wie kann man eben Zecken sammeln? Das ist diese sogenannte Flecking-Methode. Der Name erklärt sich durch dieses Bild. Da nimmt man also ein Tuch und kann das über das Unterholz, über die Grashalme und die Blätter drüber streichen. Das dreht dann diese Grashalme und Blätter um und die Zecken bleiben dann an dem Tuch haften. Und dann kann man das absammeln. Das bin tatsächlich ich, noch ein bisschen mit weniger Kilo und dafür mehr Haaren auf den Kopf. Ich habe das selber auch einmal probiert und habe so Zecken gesammelt. Da sehen Sie das Tuch, das ich verwendet habe, eine alte Krankenhausdecke mit einer Pinzette und wo man dann diese Zecken in ein kleines Plastikgefäß hineingegeben hat. Wo habe ich das gemacht? Sie hören es vielleicht, ich komme ursprünglich nicht aus der Schweiz. Der Herr Wunderlin hat es ja auch kurz erwähnt. Ich komme aus Österreich und genau eigentlich noch aus diesem Ort, genau wo dieser Punkt ist, das ist Graz in der Steiermark und alles, was rot ist, das ist ja die Karte von Österreich, das ist ein Zeckenhochendemiegebiet und Sie sehen also Graz dort, wo ich herkomme, das liegt da mittendrin. Und wie kam ich eigentlich selber dazu, mit Zecken zu arbeiten? Dieses Bild ist ein Foto des Universitätsklinikums in Graz, wo ich meine Ausbildung auch begonnen habe und wo ich auch studiert habe. Das ist also dieses Universitätsspital, ein wunderbar altes Jugendstilgelände, natürlich jetzt schon mit moderneren Gebäuden teilweise. Und dort, wo der Pfeil ist, das ist die Klinik für Dermatologie. Dort, wo ich begonnen habe, mich mit Zecken zu beschäftigen. Und warum beschäftigt man sich dort mit den Zecken? Sie sehen es, dahinter ist ein Waldgebiet, der sogenannte Lechwald. Und da in diesem Wald, da wohnen die bösen Zecken drinnen. Und so, also es war nicht so weit weg, man musste sich nicht zu viel bewegen und war gleich bei den Zecken. Und so ist dieses Bild auch entstanden. In diesem Wald haben wir also Zecken untersucht und haben tatsächlich in einem gewissen Zeitraum über 500 Zecken gesammelt und haben dann auch untersucht, welche Krankheitserreger da drinnen sind. Und man kann also sagen, dass ein großer Anteil von Zecken, hier über 25%, also über ein Viertel der Zecken, sind mit Borrelien infiziert. Das heißt, wenn sie von einer Zecke gestochen werden, haben sie ein Viertel Chance, dass sie eine Zecke erwischen, die tatsächlich mit Borrelien, mit diesen Krankheitserregern infiziert sind. Das ist eben der häufigste Krankheitserreger in unseren Zecken gewesen. Jetzt kommen wir zu den Borrelien, also den wichtigsten Krankheitserregern in den Zecken. Ich habe Ihnen hier eine Dunkelfeld
Mikroskopieaufnahme mitgebracht. Borrelien sieht man wie alle Spirocheten nur im Dunkelfeld. Wie ich erwähnt habe, sie gehören also zu den Spirocheten. Auch der Erreger der Syphilis ist eine Spirochete. Das kann man aber garantieren, bekommt man nicht durch einen Zeckenstich. Also das ist von der Vorgeschichte her auszuschließen. Wie ich erwähnt habe, die sind nur im Dunkelfeldmikroskop sichtbar und sie sind die schnellsten Mikroorganismen, die wir kennen. Das ist auch noch ganz interessant, weil sie können sich durch Knickbewegungen fortbewegen und erreichen eine Geschwindigkeit von ungefähr 2,8 mm pro Minute. Also während der Dauer dieses Vortrages bewegen sich ihre Borrelien in ihrem Körper gerade einmal 13 cm. Das ist für ein Bakterium gar nicht einmal so wenig. Und diese Krankheitserreger sind eben dafür verantwortlich, dass die Lyme-Borreliose entsteht. Kommen wir also jetzt zu unserer Zeitachse. Wenn die Zecke sie sticht, dann entsteht zuerst eine Entzündungsreaktion, diese Arthropodenstichreaktion, und über einen gewissen Zeitraum von zumindest 48 Stunden Anhaftungszeit kommt es dann zu einer Übertragung von Borrelien in ihren Körper. Man hat auch untersucht, wie viele Borrelien werden denn so übertragen, und es sind überraschend relativ wenig Borrelien, die da hinein injiziert werden in ihren Körper. Man geht davon aus, dass es ungefähr nur 100 bis 1000 Zellen sind von Bakterien, die da in ihren Körper injiziert werden. Insgesamt ist die Chance auch, dass sie, wenn sie von einer mit Borrelien infizierten Zecke gestochen werden, tatsächlich auch Borrelien in ihrem Körper aufnehmen, noch einmal geringer. Man geht nur von einer Chance von 5% oder weniger aus von Stichen mit infizierten Zecken. Also die Chance ist relativ gering. Aber weil es halt so viele Zecken gibt und von denen doch wieder so viele infiziert sind, ist jetzt im Alltag die Chance dann doch nicht so gering, weil sonst wäre die Krankheit nicht so häufig. Zur Häufigkeit kann ich Ihnen das hier zeigen, also die Lyme-Borreliose, das was durch die Borrelien verursacht wird, ist eben eine häufige Erkrankung. Sie ist die häufigste durch Zecken verursachte Erkrankung, die wir kennen. Ich habe Ihnen schon gesagt, Graz ist ein Hochendemiegebiet. Wir gehen von einer Inzidenz von 300 bis sogar 400 pro Jahr aus. Im Vergleich dazu in der Schweiz, vor allem in der Westschweiz, ist die Inzidenz sehr hoch, von ungefähr maximal 100. Immer noch sehr hoch, aber doch deutlich weniger als in Ostösterreich. Auf dieser Karte hier in Blau eingezeichnet sehen Sie das Verbreitungsgebiet der Lyme-Borreliose. Also sie kommt fast nur in der nördlichen Hemisphäre vor. Dieser Name Lyme-Borreliose erscheint ja etwas seltsam. Woher kommt der Name überhaupt? Das kommt tatsächlich aus einem Ort in Nordamerika, in Connecticut. Connecticut habe ich hier, nicht ich, aber das Foto, rot eingezeichnet, ein kleiner Bundesstaat in den USA. Und da gibt es tatsächlich die Ortschaft, die heißt Old Lyme. Woher das wieder kommt, das weiß ich jetzt nicht, aber der Name der Lyme-Borreliose kommt daher. Warum? Aufgrund von Alan Steer, ein Foto habe ich Ihnen hier mitgebracht. Alan Steer war zu der Zeit ein junger Assistenzarzt auf der Rheumatologie. Und warum Rheumatologie? In Old Lyme ist es plötzlich Mitte der 70er Jahre zu einem endemischen Auftreten von Gelenksentzündungen bei Kindern und bei Erwachsenen gekommen. Und ganz typisch dafür war, dass nur ein oder wenige große Gelenke, das Knie zum Beispiel, betroffen war. Man hat zu dieser Zeit noch nicht genau gewusst, warum. Man hat dann aber doch relativ schnell Zecken im Verdacht gehabt, aufgrund der Verteilung dieser Gelenksentzündungen. Und in dieser Arbeit von Alan Steer wurde diese später Lyme-Arthritis genannte Erkrankung das erste Mal beschrieben. Das war so im Januar, Februar 1977, wo diese Arbeit publiziert wurde. Und das erklärt auch, warum ich mich so sehr für die Lyme-Borreliose interessiere. Bin ich aber erst im Rahmen dieses Vortrages draufgekommen, weil ich bin tatsächlich im Januar 1977 geboren. Also da muss es irgendwie eine Verbindung geben, oder? Ich hatte dann tatsächlich die große Ehre, 2006 im Labor von Alan Steer für ein paar Monate im Sommer zu arbeiten. Es war ganz eine wunderbare Zeit. Da sehen Sie ein Foto von einem dieser Ausflüge. Das ist der Alan Steer da hinten und das da hinten bin ich. Das war ganz eine tolle Persönlichkeit, wirklich ein Sir, wie man ihn kennt, und ein ganz ein toller Wissenschaftler. Der war also der Erste, der diese Lyme-Arthritis
beschrieben hat. Übrigens, die Borrelien wurden von einem Schweizer das erste Mal entdeckt, 1982 von Willi Burgdorfer beschrieben. Aber wie so viele europäische Forscher nicht in Europa, sondern auch er hat in den USA gearbeitet. Kommen wir also zur Lyme-Borreliose, die Erkrankung, die durch die Borrelien verursacht wird. Die Borrelien können ja verschiedene Organsysteme infizieren und dadurch entstehen unterschiedliche klinische Manifestationen der Lyme-Borreliose. Ich habe Ihnen hier die verschiedenen Organsysteme dargestellt. Dazu gehört die Haut, das muskuloskeletale System, das Nervensystem und auch das Herz. Einige andere Organsysteme wie Auge können auch noch betroffen sein. Und die Infektionen mit den Borrelien kann sich jetzt im Zeitverlauf über unterschiedliche Stadien entwickeln. Sehr früh, das geht innerhalb von Tagen bis Wochen nach der Infektion, also nach dem Zeckenstich, bis hin zu viele Monate bis Jahre nach dem Zeckenstich, können noch klinische Zeichen der Lyme-Borreliose entstehen. Und ich habe jetzt vor, alle diese Manifestationen ganz ausführlich mit Ihnen durchzuarbeiten. Ich hoffe, dass Sie einverstanden sind. Ich gehe davon aus, dass Sie alle Abend gegessen haben und wir nicht vor morgen 8 Uhr fertig sein müssen oder wenn wir wieder arbeiten müssen. Nein, ich fokussiere mich, weil ich ja ein Dermatologe bin, auf die wichtigste dermatologische Manifestation eben an der Haut und das ist das Erythema migrans. Hinter diesem etwas seltsamen Namen Erythema migrans verbirgt sich das hier. Was sieht man da? Also das ist der Brustkorb eines Patienten. Da sehen Sie da oben die Brustwarze zur Orientierung. Und hier also am Stamm hat dieser Patient eine Rötung, am roten Ausschlag, würde ein Nicht-Dermatologe sagen. Und der ist recht typisch für dieses Erythema migrans. Wenn Sie nämlich ganz genau hinschauen, sehen Sie, dass das nicht nur eine flächige Rötung ist, sondern dass das Zentrum, da war wahrscheinlich der Zeckenstich, dass das Zentrum röter ist wie das rundherum. Da ist ein bisschen eine hellere Zone, fast hautfarben. Und noch einmal drumherum ist wieder eine dunklere Zone, eine rote Zone. Und das sieht das Ganze ein bisschen aus wie ein Schießscheibenartig, oder könnte man sich jetzt, oder wie eine Dartscheibe. Und das ist so ein typisches Zeichen aus dem Lehrbuch, wie ein Erythema migrans aussieht. Es ist eben die häufigste Manifestation der Lyme-Borreliose. Wir gehen davon aus, 2/3 aller Patienten, die eine Lyme-Borreliose haben, hatten irgendwann einmal ein Erythema migrans. Es ist eben charakteristisch für die frühe Lyme-Borreliose und es ist definiert als sich zentrifugal ausbreitendes Erythem. Auf Deutsch gesagt, es beginnt in der Mitte und dehnt sich nach außen hinaus. Es wächst, es wird immer größer. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Entstehen tut es meistens an der Zeckenstichstelle. Bei uns Erwachsenen können Sie sich vorstellen, die Zecken wohnen 1 Meter über dem Erdboden und lassen sich dort abstreifen, das ist ungefähr hier. Also wenn die Zecke dann hier sticht, oder entsteht hier das Erythem. Bei den Kindern, die viel kleiner sind, entsteht das Erythem meistens in der Region. Das ergibt sich einfach durch die Körpergröße und dort, wo die Zecken abgestreift werden. Und es entsteht meistens zu der Zeit, wo die Zecken aktiv sind, eben wenn es warm genug ist, aber nicht zu heiß, irgendwo im Frühsommer oder im Spätsommer. Mai bis September ist die höchste Zeit. Sie sehen wieder unsere Zeitachse. 1 Woche nach dem Zeckenstich, das war da, entsteht im Durchschnitt diese erste Manifestation der Lyme-Borreliose, dieses Erythema migrans. Und das, auch da gibt es Statistiken dazu, wie risikoreich ist es, wenn Sie von einer Zecke gestochen werden. Wir gehen davon aus, dass nur etwa 2% aller Stiche mit einer Borrelien-infizierten Zecke tatsächlich zum Erythema migrans führen. Dafür haben Sie eben das Immunsystem, auch wenn die Zecke versucht, es zu unterdrücken. Immer funktioniert es halt nicht. Warum mache ich da einen grünen Kreis herum? Weil es manchmal nicht so einfach ist, ein Erythema migrans von einer banalen Atropodenstichreaktion zu unterscheiden. Und zu diesem für uns in der Klinik sehr wichtigen Thema möchte ich Ihnen gerne eine Geschichte von mir erzählen. Und die Geschichte geht dann so. Die Frage hinter dem ist, muss man eine Rötung nach dem Zeckenstich immer gleich mit Antibiotika behandeln? Und zudem erzähle ich Ihnen die Geschichte eines guten Kollegen von mir. Sie sehen hier den Bauch meines guten Kollegen, aber auf den will ich gar nicht hinaus. Ich will auf das da hinaus. Ich hoffe, Sie können sehen,
dieser kleine rote Punkt. Was ist da passiert? Hier ein bisschen größer. Mein Kollege hat diesen Punkt an diesem Morgen, wo er mir gezeigt hat, entdeckt. Und da war eine Zecke drinnen, die hat er selbst entfernt und war am Tag vorher im Tessin wandern. Tessin ist auch ein Hochendemiegebiet für Zecken. Und war natürlich jetzt sehr besorgt, dass er da jetzt ein Erythema migrans entwickelt hat, oder? Könnte ja sein. Und deswegen hat er mich gefragt und irgendwie musste ich den Fall lösen. Ich zeige Ihnen aber noch, was meine Voraussetzungen zur Lösung dieses Falles waren. Es ist ein guter Kollege, ist immer schlecht, oder? Never treat family, sagen wir so. Es geht immer schief, gell? Weil man will ja kein Risiko eingehen, oder? Freundschaften werden zerstört, gell? Das will man auch nicht. Und das Problem war, ich hatte wie immer wenig Zeit. Ich kenne keinen Arzt, der viel Zeit hat. Das Problem war aber noch akut. Es war Montagmorgen, 7.55 Uhr, 8 Uhr ist Dienstbeginn. Ich war wie immer mehr als rechtzeitig an meiner Arbeitsstelle. Und Sie sehen, da hinten ist das, was ich eigentlich wollte, weil da steht ein Wasserkocher. Meine Frau, die auch im Publikum sitzt, weiß, ich brauche in der Früh einen Tee. Bin nicht so der Kaffeetrinker am Morgen, das brauche ich erst so ab 10 Uhr. Ich brauche in der Früh einen Tee. Und mein Kollege stand zwischen mir und dem Tee, gell? Also und ich habe nur noch, Tee ist minus 5 Minuten, gell? Ich habe nur mehr 5 Minuten Zeit und die ersten Patienten warten. Also ich muss es jetzt einfach schnell und pragmatisch lösen. Wie macht man das? Ich gebe ihm ein Antibiotikum, Doxycyclin in der richtigen Dosierung, 200 Milligramm täglich für 10 Tage. Was ist passiert? Er nimmt es, ist Übelkeit, Durchfall. Und hat das Ganze nach 3 Tagen beendet. Also es läuft alles schief, was schief laufen kann. Oder jetzt ist die Frage, war das überhaupt nötig, um zu meinem Tee zu kommen, meinen armen Kollegen ein Antibiotikum zu geben? Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass er heute im Publikum sitzt, weil der wohnt auch in Winterthur. Aber bin jetzt froh, dass er nicht da ist. Ich habe Ihnen hier noch was aufgezeichnet, wie man eben so eine Arthropodenstichreaktion auf der linken Seite von einem Erythema migrans unterscheiden kann. Und das sind so diese Charakteristika, die für uns Kliniker interessant sind, aber ich möchte sie Ihnen nicht vorenthalten. Also, eine Arthropodenstichreaktion entsteht sofort. Klassisch wie bei meinen Kollegen, ich bin gestern gestochen worden. Immer kann man es nicht genau sagen, aber wenn er gestern im Tessin wandern war, wird es dort wohl gewesen sein. Während des Erythema migrans ja doch 7 bis 14 Tage im Schnitt bis zu 3 bis 180 Tage braucht nach dem Stich, bis es sich entwickelt. Also es ist nicht gestern der Stich passiert. Und dann, das ist das wichtigste Kriterium, die Arthropodenstichreaktion ist klein. Irgendwo muss man ja Definition ansetzen. Wir haben das einfach als 5 cm Durchmesser definiert. Kleiner als 5 cm Durchmesser Arthropodenstichreaktion. Größer als 5 cm Durchmesser, eher ein Erythema migrans. Und das ist für Sie auch wichtig. Also wenn Sie einmal ins Tessin gehen und wandern und zwischen mir und meinem Wasserkocher stehen, tun Sie vorher das Erythema ausmessen. Gell? Das rettet Sie vor unnötigen Antibiotikatherapien. Und eben die Arthropodenstichreaktion, die wächst eigentlich nicht, während, das haben wir ja als zentrifugales Wachstum bezeichnet, das Erythema migrans immer größer wird. Und noch ein wichtiger Punkt, den wir als Kliniker häufig sehen, die Arthropodenstichreaktion, die juckt an der Haut, aber macht eigentlich sonst eigentlich keine irgendwelchen Reaktionen. Weil dann doch 40% aller Patienten mit Erythema migrans sogenannte extrakutane Symptome haben. Also Symptome, die nicht nur die Haut betreffen. Das kann man ganz einfach als grippeartige Symptome bezeichnen. Dann, wenn Sie das haben und einen roten Fleck, der größer über 5 cm ist und noch wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Erythema migrans sehr hoch. Also messen Sie. Und wenn es wächst und größer wird für 5 cm, dann dürfen Sie gern zu mir kommen. In meiner Praxis bin ich meistens rechtzeitig und habe vorher schon einen Tee oder Kaffee getrunken. Also, kommen wir zurück zum Mythos. Müssen alle Rötungen nach einem Zeckenstich behandelt werden, weil sie ein Erythema migrans sind? Nein.
Man muss beobachten, man darf beobachten, ist ja auch kein Notfall, man darf schauen, wie sich das entwickelt. Und erst beim Größenwachstum von über 5 cm im Durchmesser machen wir eine Behandlung. Ich zeige Ihnen hier noch ein paar so klinische Bilder, wenn Sie selber mal sowas haben, dass Sie das auch einmal sehen. Das ist dieser Schießscheibentyp des Erythema migrans, wie ich es Ihnen eingangs gezeigt habe, kommt in ungefähr einem Drittel aller Patienten vor. Etwas häufiger ist eigentlich nicht dieser lehrbuchartige Typ, sondern es ist wirklich so ein flächiger Fleck ohne Schießscheibenstruktur. Das ist das Erythema migrans vom solitär makulären Typ. Und jetzt gibt es ganz was Fieses, ja, das bricht ja unsere Regel von vorher. Es gibt tatsächlich ein Erythema migrans. Das ist wirklich ein Erythema migrans, auch wenn es kleiner ist als 5 cm. Und das bezeichnen wir auf Deutsch als Mini-Erythema migrans. Das gibt's, das macht es halt wieder schwierig, aber sonst wäre es zu einfach im Leben, oder? Und dann gibt es noch so ein bisschen atypische Varianten, die sind zum Beispiel in der Kniekehle, die sehen ein bisschen seltsam aus, aber das ist wahrscheinlich durch die Bewegung in der Kniekehle bedingt. Da braucht es dann halt vielleicht doch auch den Dermatologen, um das richtig zu erkennen. Dann gibt es eine Form, die ist auch nicht so selten, 15% haben nicht nur ein Erythema migrans, sondern mehrere, also ein sogenanntes multilokuläres Erythema migrans. Warum, wissen wir nicht so genau. Es gibt die Möglichkeit, dass sie von mehreren Zecken gestochen werden. Also Rekord liegt so bei über 100, den wir in Graz einmal gesehen haben. Ja, da ist ein Betrunkener, der ist im Park eingeschlafen. Also, ja. Oder es wäre natürlich möglich, dass die Borrelien sich in dem Körper ausbreiten und halt an verschiedenen Punkten an der Haut so ein Erythema migrans verursachen. Und dann, ich habe es schon ganz kurz erwähnt, bei Kindern ist das Erythema migrans ein bisschen anders bei Erwachsenen. Auch das haben wir mal untersucht. Das kommt eben häufiger im Gesicht, Nackenbereich vor. Sie wissen warum, oder? Zecke bis einen Meter über dem Boden. Es ist öfter von der Form her ein bisschen atypisch und sie entwickeln häufiger mehrere verschiedene Erythema da migrantia. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir haben in der Publikation geschrieben, Eigenheiten des kindlichen Immunsystems beweisen es das Gegenteil, oder? Also das wissen wir eigentlich nicht. Ich habe schon kurz erwähnt, 40% der Patienten entwickeln extrakutane Symptome. Die Liste ist lang. Zusammenfassend kann man das Ganze eigentlich als grippeartige Beschwerden bezeichnen, eine Erkältung. Jetzt ist immer die Frage, wir haben vorher schon davon gesprochen, Größenmessung ist eine Möglichkeit, aber wir wollen ja ein bisschen was anderes als nur messen. Wie diagnostiziert man jetzt eigentlich so ein Erythema migrans und eine Lyme-Borreliose? Warum ist das wichtig? Wenn Sie sich an meine Tabelle erinnern, es gibt ja auch diese Spätformen, oder, die erst nach einigen Jahren entstehen. Da weiß ja nachher niemand mehr, dass sie einmal vor 20 Jahren von einer Zecke gestochen wurden. Und das entwickelt sich bei Leuten, die nie eine Antibiotikatherapie bekommen haben. Deswegen die richtige Diagnose eines Erythema migrans ist wichtig, weil es die Entstehung von einer Spätmanifestation verhindert. Und wir Ärzte tun ja gerne ein bisschen was, dann sind wir gute Ärzte, wenn man Blut abnimmt. Meine Oma hat immer gesagt, beim Doktor muss es ein bisschen wehtun. Also nehmen wir Blut ab, ja, das tut ein bisschen weh, aber nicht zu sehr, weil man macht was und dann schaut man im Blut nach, ob sie eine Borrelieninfektion haben. Und wie macht man das? Man könnte die Borrelien direkt nachweisen, im Dunkelfeldmikroskop. Nachdem sie nur wenige Borrelien haben, 100 bis 1000, die da reingehen, ist das schwierig. Es ist ein bisschen die 7 Liter Blut, oder? Da 100 Borrelien finden. Wir können schon alle 7 Liter durchsuchen, gell? Aber Operation erfolgreich, Patient tot, das wollen wir auch nicht. Deswegen, wir behelfen uns ja ein bisschen, gell? Wir tun eine sogenannte Serologie machen. Das ist dieses große Thema, von dem ich gesprochen habe. Und ich glaube, einige von Ihnen werden das schon einmal gehört haben. Was bedeutet denn Serologie? Man misst nicht den Krankheitserreger selbst, das ist eben schwierig, sondern man misst die Antwort Ihres Immunsystems auf den Krankheitserreger. Ja, also ein bisschen indirekt. Was misst man da? Sogenannte Antikörper. Das kennen jetzt nach Corona ja alle, oder? Das sind diese Antigen-Tests oder Antikörpertests eigentlich. Und wir messen da sogenanntes IgG und IgM. Ig steht für Immunglobulin. Das sind eben Eiweißstoffe, die der Körper bildet, auch von Krankheitserreger hin. Und da gibt es mindestens 5 verschiedene Klassen. Die werden mit Buchstaben bezeichnet. Und 2 davon
heißen eben G und M. So sehen die auch aus. Das Lustige ist, die sehen wirklich so aus. Also im Melanoma-Mikroskop, die schauen wirklich so aus. Das ist ein Y, das IgG. Und fünf Ys miteinander ist das IgM. Und die bildet eben ihr Körper, wenn er mit Borrelien infiziert wird. Und die können wir messen im Blut. Mit eben dieser sogenannten Serologie. Jetzt ist das Ganze natürlich, weil sonst wäre es wieder zu einfach, ein bisschen komplizierter. Die meisten entwickeln vorher ein Erythema migrans und erst später diese Antikörperantwort, oder? Über eine Woche nach dem Stich. Sie sehen es da oben, zuerst wird das IgM gebildet, das braucht ungefähr eine Woche, bis ihr Immunsystem anspringt, oder? Nach der Infektion, dass sie das bilden. Und über einen Monat oder noch länger, bis das IgG kommt. Das IgG ist noch effektiver, das ist noch spezieller. Da braucht der Körper noch länger, damit er das bilden kann. Und dann ist die Frage, jetzt haben Sie so einen Fleck. Bei mir müssen Sie 2 Monate warten, bis Sie einen Termin bekommen. Also da haben Ihre Antikörper super Zeit, sich zu bilden. Das ist ja der Hintergedanke hinter der Wartezeit. Und dann können wir das Blut abnehmen. Und dann ist die große Frage, was bedeutet jetzt eigentlich das Testergebnis? Jetzt ist es positiv, das heißt, wir weisen bei Ihnen wirklich IgG und IgM-Antikörper auf Borrelien nach, oder? Das kann jetzt bedeuten, logisch, Sie haben wirklich eine Lyme-Borreliose. Aber wie immer im Leben ist es ein bisschen komplizierter. Es könnte auch sein, dass Sie irgendwann früher mal eine Lyme-Borreliose gehabt haben. Aber das, was Sie jetzt haben, ist keine. Das bezeichnen wir als Seroprävalenz. Und das haben in Gebieten wie Graz, wo sehr viele Leute irgendwann einmal in ihrem Leben irgendwann einmal eine Borrelieninfektion hatten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich zeige Ihnen das dann noch. Eben hier bis zu der Hälfte aller Leute können so eine Seroprävalenz haben. Sie können sich das vorstellen, Sie schneiden sich mit 12 Jahren in den Finger, haben eine Narbe, die sieht man mit 50 auch noch, aber es stört Sie nicht. Aber die Narbe wird immer da sein. Seine Seronarbe, sagen wir auch dazu. Dann kann sein, dass der Antikörper-Titer oder die Serologie einfach positiv ist und positiv bleibt, auch wenn Sie Antibiotikatherapie gehabt haben und die Borrelien schon lange wieder tot sind. Oder Sie haben gar keine Borrelieninfektion, sondern eine andere Infektion. Ich habe kurz ja die Syphiliserreger erwähnt, die gehören auch zu den Spirocheten und da hat Ihr Immunsystem ein bisschen Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. Und wir mit unseren Tests auch ein bisschen Schwierigkeiten, das noch einmal zu unterscheiden. Und dann sehen diese IgG und IgM gegen die Syphilis ähnlich aus wie gegen die Borrelien. Umgekehrt kann man das auch bei der Syphilis-Infektion als Argument nehmen, ich habe nur Borreliose. Das wäre auch möglich. Ja? Oder das Ergebnis ist negativ. Also Sie weisen keine Antikörper nach. Eben, das kann bedeuten, Sie haben gar keine Borreliose. Es kann aber auch sein, keine Serokonversion. Was verbirgt sich dahinter? Das ist dieser Zeitabstand. Sie haben schon das Erythema migrans. Denken Sie an unsere Zeitachse. Aber Ihr Körper hat noch keine Antikörper gebildet, hat noch keine Serokonversion von negativ auf positiv durchgeführt. Einfach, Sie haben es zu früh getestet. Oder Sie haben jemanden schon sehr früh, wie ich, meinen Kollegen mit Antibiotika behandelt, der entwickelt gar keine Antikörper mehr. Also war es vielleicht doch nicht so falsch, ihn zu behandeln. Oder Sie haben einfach den falschen Test verwendet. Auch das kennen wir seit Corona. Nicht alle Schnelltests sprechen auf alle Varianten von dem Virus gleich gut an. Das kann einfach sein. Zudem gibt es auch einen Mythos, dass der sagt, oder immer wenn eine Borrelien-Serologie positiv ist, heißt es immer, dass eine Lyme-Borreliose aktiv vorhanden ist. Und das begegnet mir in meinem klinischen Alltag sicher nicht einmal in der Woche, aber doch 2-3 Mal im Monat, würde ich sagen, mit Fragen von Kollegen. Ich habe da einen Patienten, der hat da so was Rotes und dann haben wir den Test gemacht und der ist jetzt positiv. Was muss ich jetzt machen? Das ist wirklich eine Frage aus dem klinischen Alltag. Und auch das haben wir daraufhin natürlich untersucht. Und zwar, wie wird denn die Antikörperantwort positiv im Laufe einer Borrelieninfektion? Und das ist die Zeitachse, die wir untersucht haben. Also bevor man mit der Therapie beginnt und bis zu über einem Jahr nach der Therapie eines Erythema migrans. Und da haben wir einfach gemessen, ja, wie viele Patienten haben denn Antikörper in Gelb, gelber Balken, Anteil an positiven IgG-Antikörpern und in Blau der Patienten mit positiven IgM-Antikörpern. Und da sieht man, und auf das will ich eigentlich hinaus,
50% sind positiv mit IgG vor Therapie. Umgekehrt heißt es aber, der Teil ist viel wichtiger, 50% sind negativ und werden erst später unter der Therapie irgendwann einmal positiv. Da sehen Sie, nach einem Monat sind eigentlich die höchsten Positivanzahlen da, über 70%. Aber dort, wo Sie die Entscheidung treffen wollen, kriegt er jetzt ein Antibiotikum oder nicht, da haben Sie eine 50-50-Chance. Also, Hälfte der Patienten ist vor Beginn der Therapie negativ. Dessen gibt es zu diesem Mythos auch ein Faktum. Nein, das stimmt nicht, oder? Eine positive Serologie bestätigt kein Erythema migrans und noch wichtiger, eine negative schließt es gar nicht aus. Und deswegen gibt es so einen Diagnosealgorithmus, ich will das nicht verkomplizieren, aber der heißt einfach, und das ist das Wichtigste, wir entscheiden nach dem klinischen Bild. Das heißt, kommen Sie zu mir und Sie haben so ein schönes Schießscheiben-Erythem, dann ist der Fall klar, oder? Das Bild, das klinische Bild ist typisch, dann muss man gar kein Blut abnehmen, dann kann man Ihnen wirklich gleich die Diagnose stellen und die richtige Therapie geben. Wenn die Klinik aber nicht typisch ist, Sie haben so dieses kleine Erythem unter 5 cm oder irgendeines, das ganz komisch aussieht, das gibt es halt auch, ja? Dann machen Sie halt die ganzen verschiedenen Antikörpertests und dann gibt es noch molekularbiologische Tests. Auch jeder von Ihnen weiß natürlich seit Corona, was eine PCR ist. Auch das gibt es nicht nur für Coronaviren. Das kann man dann alles machen, um dann die Therapieentscheidung zu finden. Was gibt man als Therapie? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Welches Antibiotikum ist denn das Wichtigste in der Behandlung von Borrelien? Das ist nach wie vor das Doxycyclin. Wir haben es vorher vor dem Vortrag besprochen. Das ändert sich seit 15 bis 20 Jahren eigentlich nicht. Der Vorteil am Doxycyclin ist der, dass Sie damit nicht nur die Borrelien abdecken. Ich habe Ihnen in der Tabelle gezeigt, Mülleimer der Natur sind die Zecken. Da sind ganz viele andere Krankheitserreger drinnen. Und die allermeisten dieser Krankheitserreger sind auf dieses Doxycyclin empfindlich. Das heißt, das ist Therapie der ersten Wahl, weil Koinfektionen sind häufig. Auch dazu haben wir Untersuchungen gemacht. Sehr häufig, 5 bis 10% haben sie noch andere Krankheitserreger und die tun sie alle mit dem Doxycyclin abtöten. Das heißt, wenn Ihr Arzt überlegt, was gibt er Ihnen, sagen Sie, ich hätte gern das Doxycyclin. Und jetzt ist noch ein wichtiger Punkt, zu dem ich am Ende noch kommen möchte, weil auch das sehe ich in meinem Alltag immer wieder. Was ist denn, wenn Sie eine Therapie mit Doxycyclin bekommen? Und dann kommt man auf die Idee, jetzt schaut man mal, wie gut hat denn die Therapie funktioniert, oder? Meine Patienten fragen auch immer wieder, ja, wie weiß ich denn, ob es funktioniert hat, oder? Kann ich denn nicht nochmal Blut abnehmen? Kann man das nicht noch einmal untersuchen? Ich hätte es mal gern schwarz auf weiß, oder? Dann ist man schon unter Druck. Ja, man muss ja ein guter Arzt sein und wirklich was tun. Wenn man nur sagt, ist eh alles okay, dann wird man nicht, dann hat man die Patienten nicht ernst genommen, gell? Also, dann macht man das. Ja, und wie es halt ist auch mit dem Blutdruck, oder? Jetzt misst man den Blutdruck, man könnte zu hoch sein. Ist die Frage, was mache ich jetzt gegen einen hohen Blutdruck, gell? Wenn man den Blutdruck nicht misst, dann kommt man nicht in die Bredouille. Und so ist es auch bei der Serologie. Wenn ich sie messe und die ist tatsächlich nach der Therapie positiv, immer noch, heißt das jetzt, hat nicht funktioniert, muss ich noch einmal ein Antibiotikum geben? Und da gibt es ganz klare Empfehlungen eigentlich. Und das zeige ich Ihnen hier. Das haben wir auch untersucht. Wie entwickelt sich denn die Serologie, IgG und IgM-Antikörperantworten nach einer Therapie? Und das ist eigentlich eine kompliziert aussehende Grafik, aber die ist ganz einfach. Die X-Achse ist die Zeit. Sie sehen da in Tagen, wir haben da Patienten untersucht, ungefähr 1,5 Jahre nach Therapie. Und haben einfach geschaut, welche Muster an Antikörperverläufen gibt es denn. Wir haben immer wieder Blut abgenommen und haben geschaut, wie kann ich IgG und IgM-Antikörper messen. Und da gibt es welche, die sind immer negativ, das sind die da unten. Die entwickeln gar nie Antikörperantworten. Dann gibt es solche, die waren einmal positiv und die Antikörperantwort fällt irgendwann ab und wird negativ und bleibt negativ. Das ist ja das, wie man es sich erwartet und das ist alles perfekt nach Lehrbuch. Das Problem ist nur, das sind die da oben. Es gibt Leute, die halten sich einfach nicht ans Lehrbuch und die bleiben einfach immer positiv in der Serologie.
Und das Ganze kann man natürlich auch noch quantifizieren. Das ist die gleiche Information wie in der anderen Grafik, nur mit einer Häufigkeitsverteilung dargestellt. Und da haben wir geschaut, wie viele Prozent von unseren Patienten bleiben denn wirklich über den riesig langen Zeitraum von bis zu 480 Tagen, 1,5 Jahren, positiv. Und das sind diese Grünen da. Und die sehen, Sie sehen da, IgG bleibt in 12% der Fälle der Patienten positiv. Das kennen wir aus der Immunologie und Mikrobiologie. IgG bleibt sehr häufig positiv. Ja? Bei der Syphilis kennen wir das auch zum Beispiel. Oder wenn man einmal Syphilis gehabt hat, ich sage deswegen Syphilis, weil es auch eine Spirochetose ist, ist man so ein bisschen stigmatisiert, oder? Weil das bleibt einem positiv. Was aber ganz ungewöhnlich ist, und das gibt es kaum in der Mikrobiologie und Immunologie, dass auch dieses IgM positiv bleibt. Das sind 10%. Jeder Zehnte bleibt IgM positiv. Und das kennen wir sonst eigentlich nicht so. IgM fällt eigentlich ab. Das produziert Ihr Immunsystem sehr schnell auf einen Krankheitserreger, fällt dann aber auch sehr schnell wieder ab, weil es nicht sehr effektiv ist in der Infektabwehr. Aber bei den Borrelien 10% bleiben lange IgM positiv. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sowohl IgG als auch IgM können nach der Therapie des Erythema migrans lange Zeit positiv bleiben. Anders gesagt heißt es, die Serologie, also das Messen der Antikörper, korreliert überhaupt gar nicht mit der Klinik. Das heißt, die Erythema ist schon lange abgeheilt und sie bleiben immer noch positiv. Das heißt, zeigt jetzt also eine positive Serologie nach Therapie ein Therapieversagen an? Fragezeichen. Nein. Die Serologie ist völlig bedeutungslos in dem Fall. Die ist nur wichtig für die Diagnosestellung, aber nicht für den Therapieverlauf. Eben, wie ich Ihnen schon gesagt habe, zusammengefasst noch einmal wichtig, die Serologie ist in 50% bei der Diagnosestellung vom Erythema migrans überhaupt negativ. Hilft Ihnen also auch meistens in der Diagnostik nichts und ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch vielleicht nur eine Seronarbe. Also Sie haben irgendwann im Leben einmal eine Borrelieninfektion gehabt und Sie wissen ja, ein großer Teil bleibt positiv, gell? Und auch wenn die Antibiotikatherapie erfolgreich war, klinisch, Ihr Erythem ist weg, kann die Serologie positiv sein und es zeigt sich eben kein Titerabfall. Das ist noch ganz ein wichtiger Punkt. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Sie einmal ein Erythema migrans gehabt haben und eine Therapie gehabt haben mit Doxycyclin, dass man keine Blutkontrollen mehr beim Arzt verlangt. Deswegen sage ich das auch immer in den allgemeinen Vorträgen. Es trifft jeden von Ihnen. Weil sonst bringen Sie Ihren Arzt in Schwierigkeiten. Ja? Und ich zeige Ihnen dann noch diesen Fall, und damit komme ich zum Ende, einer 76-jährigen Patientin, die hatte eben so eine chronische Lyme-Borreliose gehabt. Ja, die hat 2009 ein Erythema migrans gehabt am linken Bein und die ist völlig richtig mit Doxycyclin behandelt worden. Damals hat man noch ein bisschen länger behandelt, 3 Wochen, heute sagen wir eher nur 2 Wochen. 2 Jahre später hat sie aber so ganz diffuse Symptome entwickelt. Die Gelenke haben wehgetan, sie ist müde, hat Konzentrationsschwierigkeiten. Jetzt kann man sagen, ja, mit 76, mein Gott, alles das habe ich auch. Gell? Und dann hat man eben, wie es halt so häufig passiert, oder je mehr man Blut misst, umso besserer Arzt ist man. Nicht für die Versicherungen, aber für viele Patienten. Und die hat halt so einen positiven Borrelien-Antikörpertitel gehabt. Ja? Das bezeichnet man häufig als Post-Treatment Lyme Disease Syndrome. Ja, das ist wirklich ein wissenschaftlicher Begriff. Da gibt es auch in PubMed viele Publikationen dazu. Und weil ja die Patientin eine chronische Lyme-Borreliose hat, ja, hat man die halt wieder mit Antibiotika behandelt. Und weil sie halt schon Doxycyclin gehabt hat und das ihr, hat man gedacht, nichts geholfen hat, hat man anderes Antibiotikum genommen, oder? Wobei es gibt keine Therapieversagen unter Doxycyclin, gibt es nicht. Gibt keine Resistenzen. Hat mir dieses Antibiotikum Ceftriaxon gegeben, das gibt es nur als Infusion. Und hat die da 2 Gramm zweimal pro Woche über 20 Wochen verabreicht, oder? Das ist schon mal ein Ding. Das kann man nicht selber zu Hause machen, das geht nur beim Arzt, gell? Und das Blöde ist, es ist ja viel besser gegangen danach. Gell? Das gibt es manchmal. Gell?
Dummerweise hat sie 2 Jahre später wieder diese Polyarthralgien entwickelt und hat gesagt, na gut, jetzt hat sie halt ein reaktiviertes Post-Treatment Lyme Disease Syndrome. Oder? Es wird immer komplizierter. Je länger die Namen, umso weniger wissen wir, was eigentlich dahinter steckt. Da ist ein Grundprinzip in der Medizin. Aber weil sie ja damals besser gegangen ist, ja, hat ja geholfen, naja, viel hilft viel, machen wir noch einmal, oder? Ceftriaxon für 2 Wochen, aber diesmal nur kurz. 8 Wochen, ich zeige Ihnen dann, warum diesmal nur kurz. Vorher noch was anderes, eben ganz kurz, dieses chronische Lyme-Borreliose ist auch immer etwas, was immer wieder auftaucht in den Medien. Sie werden schon sehen, wenn Corona vorbei ist, kommt das wieder. Gell? Also 6 Monate nach antibiotischer Therapie immer noch Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Arthralgien und Myalgien. Und jetzt innerlich bitte alle die aufzeigen, die das nicht haben. Aber man geht davon aus, dass bis zu 13% aller Lyme-Borreliose-Patienten das haben. Jetzt werden es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil es gibt ja dann das Long-Covid, oder? Da ist ein Teil von denen sind ins Long-Covid gewechselt, das es übrigens wirklich gibt. Also das muss man schon sagen. Gell? Also das ist schon so, aber eben 13% aller Lyme-Borreliose-Patienten haben das gehabt und das ist eine ganz moderne Arbeit, die ich vor kurzem gefunden habe und die in einer sehr seriösen Arbeitsgruppe an der Yale University gemacht wurde, die diese Zahlen noch erhoben haben. Warum das so ist, warum die Leute mit Lyme-Borreliose nach so langer Zeit und eigentlich erfolgreicher Therapie diese Symptome haben, weiß man nicht ganz genau. Man geht am ersten davon aus, es ist so ein Autoimmunphänomen. Man glaubt auch, vielleicht überleben die Borrelien irgendwo in ihnen drinnen, in so Nischen, wo das Immunsystem nicht hinkommt. Allerdings hat man bisher nie lebende Borrelien aus diesen Patienten, die diese Symptome haben, kultivieren können. Also bis jetzt gelang noch nie der direkte Nachweis, das wäre der Beweis aus diesen Patienten. Das hat bisher nicht funktioniert. Und dann gibt es auch eine sehr interessante Arbeit, komplizierte Grafik, ich erkläre Ihnen das. Das ist ganz einfach, die ist immerhin im New England Journal of Medicine, das ist so der Olympiasieg für Mediziner, wenn man da was publiziert, ja, dann ist das beste Journal, das es gibt. Und da wurde eine Studie gemacht, eben an 283 Patienten mit diesem Post-Treatment Lyme Disease Syndrome. Ich erkläre Ihnen, was man da untersucht hat. Man hat gemessen, wie gut geht es diesen Patienten vor und während und nach einer Antibiotikatherapie. Und wie hat man gemessen, wie gut es ihnen geht? Es gibt ja alle möglichen Messwerte, Scores, wie man Lebensqualität messen kann. Und dann hat man hier in dieser Studie halt diesen Physical Component Summary Score verwendet. Völlig egal, was da alles drinnen ist. Wichtig für Sie zum Verständnis, der Durchschnitt der Bevölkerung, also wir alle da herinnen, haben einen Score von 50. Das ist durchschnittlich gut. Je niedriger dieser Score ist, umso schlechter geht es Ihnen. Je höher, umso besser. Und jetzt hat man gesehen, also diese Patienten mit diesem Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, hat man da gemessen und die haben so an diesem Score von 30 bis 33. Also denen geht es doch deutlich schlechter wie der Normalbevölkerung. Rein subjektives Empfinden. Und dann hat man denen eine Antibiotikatherapie gemacht. Man geht ja davon aus, das ist eine chronische Infektion. Also gibt man Antibiotika und schaut, verbessert sich der Zustand oder geht es den Leuten besser? Ich habe Ihnen ja gesagt, unserer Patientin ging es ja wirklich besser nach 20 Wochen. Antibiotika 2-mal in der Woche beim Arzt, das hilft auch manchmal schon beim Arzt sein. Und da hat man geschaut, eben bei diesen 283 Patienten geht es denen auch besser und das war diese Therapie, oder? Da gibt man ihnen ein Antibiotikum, wieder Ceftriaxon und nach der Therapie ging es ein bisschen besser, wie wir in Österreich sagen, ein bisschen. Ja, so 37, ja? Aber immer noch weit weniger als die Normalbevölkerung, die da oben ist, oder? Und dann hat man was Interessantes gemacht, dann hat man einen Teil dieser Patienten weiter Antibiotikum gegeben. Entweder, jetzt muss ich selber schauen, oder da verschiedene Claritromycin und Doxycyclin, das, was ich meinem Kollegen ja gegeben habe, das First-Line-Antibiotikum, aber, und das ist fies, oder ein Teil hat nur Placebo bekommen, also Traubenzucker. Und hat geschaut, geht es denen schlechter oder gleich gut wie denen, die wirklich Antibiotika kriegen? Und das sind diese Roten. Und da sieht man, die sind eigentlich zwischen den anderen Antibiotikern drinnen, ist Placebo. Also es gibt keinen Unterschied. Das bedeutet, also egal, was Sie dem Patienten geben, ob Sie denen Traubenzucker geben oder Antibiotika geben, denen geht es
nicht besser und noch schlimmer, schlechter immer noch wie der Normalbevölkerung. Schlussendlich heißt es auf Deutsch übersetzt, es hilft nichts, denen Antibiotika zu geben. Ja? Deswegen die Empfehlung eigentlich von den Fachgesellschaften ist, bei diesen persistierenden, unspezifischen Symptomen bitte keine weiteren Antibiotika geben. Also erstens keine Serologie machen, nicht mehr Antikörper messen, weil dann kommen sind es eine von den 283 vielleicht und dann schon ja nicht Antibiotika geben. Kommen wir zurück zu unserer Patientin, 76, die hat dritte Runde Antibiotika in Summe, 8 Wochen. Und das ist wirklich dumm ausgegangen, weil das hat ja auch Nebenwirkungen, so ein Antibiotikum. Und die Patientin ist an diesen Nebenwirkungen verstorben. Ist ein Einzelfall, gibt es einige davon in der Literatur beschrieben. Man kann auch Infektionen haben durch die Infusionen. Also wirklich zurückhaltend sein und vor allem, wir wissen ja aus diesen Studien, es bringt gar nichts. Es hat in dem Fall wirklich nur geschadet. Ich komme zur Zusammenfassung. Ganz wichtig, Zecken beißen nicht, ja. Sie stechen. Zecken lassen sich auch nicht von den Bäumen fallen, sondern sie streifen sie ab. Und die Rötung an der Zeckenstichstelle soll nur beobachtet werden. Auch wenn Sie jetzt gerne einen Kaffee oder einen Tee hätten, nicht mit Antibiotika behandeln, sondern abwarten, wie sich das entwickelt, größer, kleiner, 5 cm. Und ganz wichtig, die Diagnose des Erythema migrans erfolgt anhand der Klinik. Das heißt, auch wenn Ihr Arzt sagt, ja, das ist ja typischer Fleck, Sie kriegen gleich Antibiotikum, dann sind nach 2 Minuten Konsultation schon wieder draußen, wie es bei mir oft der Fall ist, dann heißt das nicht, dass unbedingt was falsch gelaufen ist, sondern in dem Fall war es einfach zu diagnostizieren. Und ganz, ganz wichtig, weil sonst kommen Sie wirklich in so einen Teufelskreis hinein, am Ende nach der Therapie, die immer erfolgreich ist, muss man sagen, ist immer erfolgreich, keine Serologiekontrollen durchzuführen. Und damit sage ich Ihnen noch einmal danke für die Einladung und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich bedanke mich auch herzlich für diesen sehr informativen Vortrag, auch sehr anschaulich. Und jetzt versuche ich, den Zecken irgendwie was Positives abzugewinnen. Sie haben am Anfang gesagt, die Zecken würden mit dem Speichel unser Immunsystem modulieren. Könnte man das anwenden, therapeutisch, für Allergiker vielleicht, dass man das Immunsystem drosseln könnte? Also das ist ein interessanter Ansatz, ja. Ich werde wieder Zecken sammeln anfangen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich zu Hause wieder im Kühlschrank Zecken habe. man hat das Gegenteil versucht. Also man hat sogar versucht, Cremen zu entwickeln, die das gewisse Teile des Immunsystems, zum Beispiel diese T-Lymphozyten, lokal stimulieren, dass eben genau die Übertragung von Krankheitserregern durch die Zecke verhindert wird. Also wenn sie von der Zecke gestochen werden, die Zecke wird entfernt und dann können sie diese Creme auftragen. Das Interessante daran, das funktioniert, das gibt's, hat sich einfach wirtschaftlich nicht durchgesetzt. Also die gab es, die Creme in Großbritannien und ist aber nicht auf dem Markt verfügbar. Die Fragerunde wäre eröffnet. Ich habe auf verschiedenen Ebenen Erfahrungen mit Borrelia. Ich habe in der Forschung gearbeitet, in der Zellbiologie und wir haben Elektronenmikroskopie gemacht. In den 90er Jahren kam eine Dame aus Deutschland mit Borrelien, wollte die im Elektronenmikroskop sehen. Und dann haben wir eine große Diskussion gehabt im Labor. Ja, können wir uns dann infizieren mit Borrelia? Also vor allem, wenn wir beispielsweise eine Verletzung hat, dass die uns infizieren. Aber ihr Ziel war es, Borrelien zu züchten und das war lange, glaube ich, gar nicht möglich. Und ich habe jetzt gesehen, in einer Arbeit, die Sie gezeigt haben, also offenbar kann die jetzt also züchten, die Borrelien. Stimmt das? Das stimmt, ja. Also man kann Borrelien züchten, da brauchen Sie spezielle Nährmedien dazu. Wie alle diese Nährmedien sind die aus ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen, gibt es verschiedene davon. Und man macht es wirklich, also man kann das aus dem Blut anzüchten, wo es häufig auch gemacht wird, aus Hautproben. Also Sie geben ein Stück Haut wirklich in so ein Nährmedium. Und nach 2-3 Wochen können Sie dann tatsächlich Borrelien dann sehen in diesem Medium mit dem Dunkelfeldmikroskop. Aus dem Liquor, also der Gehirnflüssigkeit. Allerdings ist die Sensitivität
sehr gering, die liegt bei maximal 70%. Das bedeutet, nur 7 von tatsächlich Infizierten zeigen das. Meistens ist die Sensitivität noch geringer. Es dauert meistens bis zu 4 Wochen, dass diese Kultur positiv wird. Und durch diese Faktoren ist es im Alltag nicht anwendbar. Aber man kann die nicht züchten, damit man Forschung betreiben kann mit Borrelien, mit gezüchteten Borrelien. Das geht schon. Das kann man machen. Sie sind anzüchtbar, aber in der diagnostischen Routine wird das eigentlich nicht mehr gemacht. Mhm. Und das andere ist, ich bin schon als Kind viel draußen in der Natur gewesen, die jetzt vermehrt auch wieder. Ich habe noch einen Landwirtschaftsbetrieb. Ich werde jedes Jahr gestochen, sicher 5-mal, 6-mal oder so, und habe eigentlich nie Symptome gehabt. Ist es so, dass man mit der Zeit eine Immunabwehr entwickelt von Borrelien? Und eine andere Frage, kann sich impfen gegen Borrelien? Ist da etwas in Tun? Also zur ersten Frage, kann man eine Immunität entwickeln? Also auch Leute, die positive Antikörpertiter haben, können sich wieder infizieren, oder? Das kennen wir, das wissen wir einfach aus dem klinischen Alltag. Das heißt, es gibt keine bleibende Immunität. Eine einmalige Infektion schützt also nicht vor einer nochmaligen Infektion. Es gibt halt wie immer in der Medizin, auch das kennen wir jetzt aus Corona, oder? Der Ehemann hat es, die Ehefrau infiziert sich nicht, oder? Warum auch immer, wissen wir nicht. Auch so wie bei Ihnen, oder? Sie sind ein Hochrisikopatient, ja? Und trotzdem haben sie sich nie wissentlich infiziert. Also auch da gibt es Unterschiede, aber es gibt keine bleibende Immunität. Und die zweite Frage, gibt es eine Impfung? In Europa nicht. In Amerika gab es einmal eine Impfung, hat sich aber auch dort aus betriebswirtschaftlichen Gründen für die Pharmafirma nicht durchgesetzt. Der Fall war der, dass die Verhältnisse in den USA, man glaubt es nicht, in dem Fall tatsächlich viel einfacher sind als in Europa, weil man lange Zeit davon ausgegangen ist, dass es in den USA nur eine Art von Borrelien gibt, die immunologisch definiert ist, und deswegen war es einfach, einen Impfstoff herzustellen. In Europa gibt es viele verschiedene Borrelienarten, die diese Lyme-Borreliose verursachen können, also sogenannte Subtypen. Und dadurch ist es schwieriger gewesen, so einen Impfstoff herzustellen, so wie bei der Corona-Impfung auch. Gegen welchen Typ soll man da jetzt die Impfung herstellen, oder wirkt das? Deswegen hat man in Europa das gar nicht versucht. In den USA hat man das versucht, die hätte auch funktioniert, aber hat sich nicht durchgesetzt. Und noch ein zweiter Punkt, wir haben ja wunderbare Therapie. Also die Therapie ist ja einfach, 2 Wochen Antibiotika und die Geschichte ist erledigt. Eine Impfung gibt es gegen die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis, das ist eine Viruserkrankung, die wir ja, wenn Sie die einmal haben, die wir nicht ursächlich behandeln können. Da sind Sie einfach Zuschauer, wie die klinisch verläuft. Und da sterben halt doch jedes Jahr, ich bin jetzt nicht am letzten Stand in der Schweiz, aber in Österreich 80 bis 90 Menschen jedes Jahr. Und da will man natürlich eine Impfung haben und da gibt es auch eine gut funktionierende Impfung. Können Sie etwas zur Verbreitung sagen, der Zecken? Ich erinnere mich, vor 20 Jahren hat man gesagt, im Weinland, das sei so ein sich anzeichnender Hotspot. Und wenn ich mich nicht irre, ist das wirklich, dort gibt es viele. Und Sie sagen jetzt plötzlich in der Westschweiz, das sei der Hotspot in der Schweiz. Kann man da etwas sagen, wie sich die Zecken bewegen? Also auch die sind natürlich ein Kind der Klimaerwärmung. Also man kann das ganz gut über die letzten Jahrzehnte nachverfolgen, dass sich das Verbreitungsgebiet der Zecken ausdehnt. Die sind abhängig eben von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Beides steigt an. Also dadurch breiten sich auch die Zecken immer weiter in den Norden aus. Man kennt da Studien aus Schweden. Südschweden war ja immer schon ein Hotspot. Da gibt es auch einige Arbeitsgruppen, die sich mit dem beschäftigen. Und die haben das ganz super untersucht. Es breitet sich auch in Skandinavien immer weiter nördlich aus. Man nimmt an, das hat was mit der Klimaerwärmung zu tun. Eine Frage von höchster Unwichtigkeit.
Am Anfang haben Sie ein Bild gezeigt mit der Zecke und uns gefragt, oder vielmehr gesagt, das seien Arthropoden, es sind gar keine Insekten. Jetzt später haben Sie eine sogenannte Ixodes-Zecke gezeigt, vermutlich nur schematisch, das weiß ich nicht, dann müssen Sie aber Ihren Zeichner fragen. Die Zecken haben drei Beinpaare. Diejenige, die Sie dort gezeigt haben, hat vier Beinpaare. Mit anderen Worten, gibt es unterschiedliche Arten von Zecken? Nein, also alle Zecken haben in Natur wirklich vier Beinpaare. Dann müssen Sie ja vier Beinpaare. Ja, acht Beine. Pardon, dann habe ich am Anfang nicht richtig gezeigt. Alles gut. Ist nicht unwichtig, ist wichtig. Also Sie haben ja gesagt, dass die Zecken, die haben die Borrelien im Darm. Wie kommen die dahin? Ganz eine wichtige Frage. Zwei Möglichkeiten. Einerseits können das die Larven von der Mutter bekommen. Also die Mutter, wenn die Eier legt, dann legt die auch Borrelien mit in die Eier. Die Larven, die aus diesen Eiern schlüpfen, haben dann schon Borrelien drinnen. Deswegen sind ein gewisser Teil dieser Larven auch schon positiv. Und sonst halt während der Blutmahlzeiten. Also der Hintergedanke ist der, die Zecke sticht ein infiziertes Tier, mit Borrelien infiziertes Tier, wo die Borrelien im Blut schwimmen. Und wenn die Zecke dieses Blut saugt, dann nimmt sie auch die Borrelien auf. Was nicht funktioniert, also was man bisher nicht nachweisen konnte, ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Es scheint so zu sein, dass eben der Mensch ein sogenannter Endwirt ist. Also die Zecke kann nicht von dort die Borrelien holen. Das scheint mit der Oberflächenstruktur der Borrelien im menschlichen Blut zusammenhängen. Da haben die Borrelien eine gewisse Antikörper- oder Proteinstruktur auf ihrer Oberfläche. Das brauchen sie, um das Komplementsystem zu überlisten, das wir haben und das andere Organismen in der Form jetzt nicht so haben. Und das bewirkt aber, dass die Borrelien von uns nicht wieder über Zecken aufgenommen werden können. Also eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht, auch wurde experimentell versucht, hat man nicht geschafft. Eine gute Frage, oder? Also das ist ja, wie immer, die man nicht entdeckt, das weiß man nicht. Das ist die sogenannte Dunkelziffer. Aber man kennt es natürlich schon aus den Beobachtungen, das habe ich Ihnen auch auf der Tabelle kurz gezeigt, über die Jahre hinweg können sogenannte Spätmanifestationen entstehen. Also man geht davon aus, nach 10 bis 20 Jahren nach so einem Erythema migrans, wenn man das nicht behandelt, dass so eine Spätmanifestation zum Beispiel an der Haut entstehen kann. Das ist natürlich immer schwierig, wer weiß, was vor 20 Jahren war oder wer weiß dann schon, dass der wirklich ein Erythema migrans hatte. Aber das ist doch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass das so abläuft. Was da im Körper passiert, ob die Borrelien wirklich diese ganze Zeit im Körper überleben oder sie nicht doch immer wieder von Zecken gestochen wurden, das weiß man im Einzelfall auch nicht. Sterben dran tut man meistens nicht. Mir ist nur ein einziger Fall dokumentiert bekannt von einem Patienten, der an einer Zeckenenzephalitis, die nicht Frühsommer-Meningoenzephalitis, sondern Borrelienenzephalitis war, verstorben ist, also eine Gehirnentzündung. Ein einziger Fall von 400 Inzidenz in Österreich. Also die Chance, dass sie sterben, außer sie werden überbehandelt mit Antibiotika, ist sehr gering. Ja. Ich will fragen, ob so eine Zecke noch mehrere Blutmahlzeiten haben kann oder ob sie stirbt nach dem ersten Stich und nach dem ersten Entzug. Und was ist denn eigentlich mit den Männern?
es braucht doch auch ein Männchen für die. Ja, ja, also. Es, also wo ist der Mann? Also ich fange zuerst bei der Arbeit an, oder nicht beim Vergnügen. Also die Zecke muss Blut saugen, eben um Energie zu haben für den nächsten Entwicklungsschritt. Das heißt, nach der Blutmahlzeit zieht sich die Larve oder die Nymphe zurück in den Erdboden und entwickelt sich dort über Häutung in das nächste Stadium. Das kann bis zu 3 Jahre kann das dauern, je nach klimatischen Verhältnissen. Sprich, wenn der nächste Sommer wahrscheinlich zu kalt ist oder zu trocken ist, dann bleibt die Zecke im Erdboden und kommt erst ein Jahr später wieder raus. Aber sie stirbt nicht, oder? Sie nimmt die Energie mit. Das Weibchen stirbt aber nach der Eierablage. Oder wie viele dieser Arthropoden, das kennt man auch von Spinnen zum Beispiel. Was jetzt das Männchen macht, oder? Das Männchen gehört auch zum Eiproduzieren dazu, wie halt bei vielen Lebewesen, das ist klar. Und nach dem Spaß stirbt es dann meistens und tut eigentlich nicht Blut saugen. Ja. Gut, wir haben noch eine letzte Frage allmählich. Danke für diesen tollen Vortrag. Mich würde interessieren, was hat die Zecken für Feinde? Kennt man da? Könnte man die nicht so mit natürlichen jetzt dezimieren? Jetzt muss ich sagen, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, jetzt haben sie mich voll erwischt. Gell? Ja, das Antibiotikum, ja, das haben Sie völlig recht. Ja. Ich glaube, den Wirt, oder? Weil sie kratzen die Zecke weg, dann ist die tot. Aber so wirklich andere Organismen, die jetzt Zecken fressen, ich gehe davon aus, das gibt es. Ihr könnt mir gut vorstellen, Spinnen oder, ich frage jetzt auch den Biologen natürlich, Entschuldigung. Habe ich befürchtet. Ja, ja, ich weiß schon. Oder? Also da bin ich jetzt zu wenig Biologe, dass ich Ihnen diese Frage seriös beantworten könnte. Das ist jetzt auch nur von mir überlegt. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber es ist nichts, was mir jetzt gleich auf im Kopf, gleich, ja, das ist der typische Fressfeind der Zecke. Ja, nein, es finde ich ja spannend, oder? Das Leben der Zecken ist ja wahnsinnig interessant. Ja. Vielleicht, weil ich ja das Mikrofon habe, kann ich mir ja selber noch eine Frage zuschassen. Man könnte ja, weiß nicht, vielleicht gibt es ökologische Bedingungen, unter denen es zum Beispiel, weiß nicht, mehr Mäuse gibt, da gibt es mehr Zecken und so weiter. Vielleicht müsste man mehr die Ökologie angehen. Wie sieht ein Lebensraum aus? Und wenn der vielleicht vielseitig ist, gibt es dann vielleicht im Endeffekt weniger Zecken oder so? Also das kennt man schon, ja. Also nach trockenen, sehr heißen Sommern gibt es im nächsten Jahr weniger Zecken. Also das weniger Zeckenaktivität. Das kennt man, ja. Also, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Ja. Da haben Sie nochmals einen Applaus verdient. Danke. Ja. Dann möchte ich Sie noch aufmerksam machen auf die nächsten Vorträge. Freitag, 11.3., auch hier in diesem Hörsaal, kommt Professor Dr. Klaus Wedekind der Uni Lausanne, vom Departement für Ökologie und Evolution. Da geht es zum Titel «Wie Körpergerüche, Partnerwahl und Schwangerschaft beeinflussen». Also wenn Sie romantisch veranlagt sind, könnte es sein, dass Sie ein bisschen auf die Welt kommen, weil da offenbar auch Gene mit im Spiel sind. Dann am 18. März, wieder Freitagabend, kommt Dr. Thomas Wohlgemuth von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL in Birmsdorf. Da geht es um den Wandel der Flora des Kantons Zürich seit dem frühen 19. Jahrhundert. Und da wird der Bogen gespannt vom Making-of der Flora des Kantons Zürich, die ja schon jetzt relativ neu vorhanden ist. Und er wird dann auch eingehen auf die Konsequenzen der Veränderung der Flora plus die ersten sichtbaren Spuren der Klimaerwärmung. Und dann vielleicht noch einen weiteren Vortrag. Freitag, 1. April, kommt Professor Dr. Martin Gossner, ebenfalls von der WSL. Er erzählt etwas über Biodiversität in der Krise. Wo steht die Forschung und was können wir tun? Und hier geht es vor allem um diesen dramatischen Rückgang der Insekten. Das wird er vor allem darauf fokussieren. Gut, dann sind wir jetzt am Ende sozusagen. Wer noch Lust hat, kann mit uns noch mitkommen auf ein Bier. Sie haben zugesagt, beziehungsweise Ihre Frau hat zugesagt. Wir gehen ins Reh. Genau.
Und sonst wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Guten Abend.